Bei GZSZ jagt derzeit ein Drama das nächste. Vor allem die Geschichte um Felix, Laura und ihr Baby trifft bei den Zuschauern einen Nerv. So sehr, dass einige Fiktion und Realität nicht mehr auseinanderhalten können. In der Serie sorgt Laura, gespielt von Chrysanthi Cavazzi, derzeit für Ärger, weil sie ihren Ex-Mann Felix um jeden Preis zurückgewinnen will. Sie ließ sich in Griechenland künstlich befruchten, um das Kind Felix unterzujubeln, der mittlerweile aber wieder glücklich vergeben ist. Selbst ihre Fehlgeburt bringt Laura nicht dazu, umzudenken. Stattdessen plant sie weitere Intrigen. Wegen ihrer Rolle muss sich Chrysanthi auf Social Media viel anhören. Tagtäglich bekommt sie Hassnachrichten von wütenden Fans. Das geht so weit, dass der Sender nun eingreifen muss. In einem Statement auf Facebook macht RTL klar, dass die Rolle in der Serie nichts mit der realen Person zu tun hat. Liebe GZSZ-Community, wir sehen und freuen uns immer sehr über eure zahlreichen Kommentare. Worüber wir uns allerdings nicht freuen, wenn Realität und Fiktion verschwimmen. Wir sind hier ja schließlich nicht bei X-Factor. Bitte versucht in euren Aussagen niemals die realen Menschen mit ihren Rollen zu vermischen.